Ich möchte jetzt ein kleines Beispiel erklären, bei dem wir mit einem Input-Befehl Namen eingeben lassen und dann auch diese Namen ausgeben lassen in der Liste, in die wir die Namen speichern. Und dazu legen wir uns zunächst mal eine Variable an, die wir wieder Namensliste nennen. Und die soll leer sein und das markieren wir durch die zweieckigen Klammern, dass wir hier eine Listenstruktur anlegen und dass diese Listenstruktur aber leer bleiben soll zunächst mal. Und dann möchten wir diese Eingabe so lange machen, wie wir hier bei dem Namen kein Nein eingeben. Also Nein soll der Nein oder N soll das Abbruchkriterium für unsere Schleife sein. Also so lange ausführen, so lange wie wir einen sinnvollen Namen eingeben. Und jetzt geben wir einfach mal dem eingegebenen Namen den variablen Namen Eingabestring und führen das so lange aus, wie hier kein N eingegeben wird. Ja. So, und jetzt haben wir diesen Eingabestring, den haben wir jetzt noch nicht definiert. Das schauen wir uns gleich an, wie wir das noch dann berichtigen müssen. Und was uns aber jetzt erstmal wichtig ist, ist zu betrachten, wie passiert die Eingabe. Also Eingabestring, unsere Variable, soll belegt werden mit einem Input vom Benutzer. Und der Benutzer wird also gefragt, bitte einen Namen eingeben. Und in Klammer schreiben wir den Benutzer N für Abbruch des Programms. Also wenn der Benutzer N eingibt, dann soll das Programm abbrechen. So, damit hat er die Information, dass er mit N das abbrechen kann. Und wenn der Eingabestring eingegeben wurde mit dem Input, wenn der Benutzer mit Enter abgeschlossen hat, dann wollen wir die Namensliste, die wir vorher angelegt hatten, die ursprünglich leer ist mit dem Start, erweitern durch Append. Und wir übergeben einfach Eingabestring an diese Funktion Append. So, jetzt fehlt uns noch eine Sache, nämlich wenn wir uns überlegen, wie das beim ersten Prüfen dieses Eingabestrings passiert. Ja. Haben wir dann schon diese Variable Eingabestring? Nein. Beim ersten Mal haben wir noch keine Variable Eingabestring und deswegen müssen wir diese Variable Eingabestring auch uns anlegen und um hier in die Schleife auch reinzugehen beim ersten Mal, belegen wir das mit J. Wir könnten irgendetwas Beliebiges außer N eingeben, um hier in die Schleife hineinzugehen. Und das führt uns jetzt zunächst mal zur ersten Eingabe eines Namens. Ja, wir überlegen kurz, was passiert. Wir haben eine leere Liste, wir haben diesen Eingabestring. Solange Eingabestring ungleich N ist. Ja, beim ersten Mal haben wir J, ist also ungleich N. Ja, solange das ungleich N ist, werden wir das machen. Ist beim ersten Mal der Fall. Gehen wir also rein. Wir fragen vom Nutzer ab mit Input und der gibt irgendwas ein an Namen und das wird dann angehangen an die Namensliste. Wenn jetzt der letzte Name N war, dann wird hier neu geprüft und wir würden dann die Schleife abbrechen. So, das können wir jetzt mal machen, indem wir das Programm starten. Wir geben einen Namen ein, geben einen zweiten Namen ein und jetzt geben wir vielleicht nach diesen drei Namen mal das N ein. Hoppla, jetzt hatte ich ein Leerzeichen hier mit eingegeben. So, wenn wir nur das N eingeben, wird die Schleife abgebrochen. So, jetzt haben wir hier drei Namen. Der erste ist falsch, mit einem Druckfehler eingegeben, zweiten, dritten Namen. Dann haben wir das N eingegeben mit einem Leerzeichen, was mir hier reingerutscht ist. Und dann noch das abschließende N. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wie wir diese Namen, die jetzt hier eingegeben worden sind, auch ausgeben können. Und das passiert jetzt hier in diesem Moment noch nicht. Wir könnten uns jetzt hier, wenn wir in dem rechten Bereich sehen, die Variablen anschauen, also Namensliste wird auch hier die entsprechenden eingegebenen Namen enthalten und am Ende zweimal das N. Da sehen Sie hier, wenn Sie genau hinschauen, dass das letzte N, also hier so ein
Leerzeichen noch beinhaltet, da bin ich auf die Leertaste gekommen und deswegen wurde das nicht als Abbruch für die Schleife erkannt. So, und jetzt wollen wir das Eingegebene vielleicht auch noch ausgeben. Also müssen wir noch eine Schleife aufbauen, bei der wir über diese Namensliste noch einmal drüber gehen. Das machen wir mit einer Vorschleife, Vorname in Namensliste. Und wir geben einfach nur aus den Namen. So. Und jetzt haben wir natürlich noch das Problem, wenn dieses N eingegeben wird, dann wird das hiermit in der Namensliste abgespeichert. Wie könnten wir das vielleicht verhindern? Ja, wir müssen schauen, ob der Eingabestring vielleicht auch irgendwann mal N ist. Dann wissen wir, das wird zu dem Abbruch dieser ersten Schleife führen. Und dann wollen wir den aber nicht mit in die Namensliste speichern. Das heißt, wir prüfen hier vor der Eintragung in die Namensliste noch einmal, if der Eingabestring ungleich dem Buchstaben N, dann wollen wir auch wirklich anhängen. Wenn der Eingabestring gleich dem Zeichen N ist, dann wollen wir den Namen nicht anhängen, dann wollen wir den einfach rauslassen aus der Namensliste, weil wir wissen, das ist das Abbruchzeichen und dieses Abbruchzeichen soll nicht nochmal in der Namensliste gespeichert werden. So, und zur Kontrolle geben wir dann aus in Zeile 9 und 10 die Namen, die gespeichert wurden und dann sehen wir, ob das alles richtig passiert ist. Setzen nochmal zurück und starten nochmal neu. So, und jetzt können wir einen ersten Namen eingeben, einen zweiten Namen, einen dritten und einen vierten. Und dann geben wir das N ein und schauen uns an, was rauskommt. Die vier Namen werden ausgegeben und das N wird nicht in der Namensliste gespeichert. Woran sehen wir jetzt, dass das N nicht in der Namensliste gespeichert wird? Es könnte ja auch sein, dass hier nicht vollständig drüber gelaufen wird. Wir schauen rechts zur Namensliste in die Variable Namensliste und da sehen Sie, es sind nur die vier Namen enthalten, die wir eingegeben hatten und das letzte N wurde rausgefiltert, weil wir hier diese Bedingungsprüfung drin hatten, um hier dieses N dann zu vermeiden, in die Namensliste mit einzutragen. So viel also zu dem Eingeben von Namen in eine Namensliste und dafür haben wir hier diese While-Schleife genutzt.